Hallo zu einer neuen Short Review Review Folge mit Pickups. Diesmal ist der Tisch nicht ganz leer. Ich habe was draufgestellt, weil ich habe nicht so viel diesmal, aber trotzdem genug zum Unboxen sozusagen und zum Zeigen. Und ich fange gleich mit dem Highlight an. Ihr seht es hier. Habe ich nicht mehr gekauft, hat mein Bruder sich zugelegt. Die Xbox Series X in der Halo Infinite Edition. Ich blende euch ein paar Fotos ein dazu. Mein Bruder musste sie sich, also ist großer Halo-Fan, kaufen. Sehr schön. Hier ist jetzt auch leer, die Box ist schon angeschlossen. Power Your Dreams. Sieht echt cool aus mit dem Design und auch dem Controller. Also wesentlich besser als diese Konsole vorher wäre, sozusagen. Nur ganz schwarz, das ist echt wie Mülleimer. Entschuldigung, aber das war sehr. Sieht aus, ja, fast wie so ein Aschenbecher schon oben mit dem Gitter. Tut mir leid, es sieht fast so aus, wenn du es nur schwarz hast. So sieht das richtig geil aus und warum nicht gleich ein bisschen anderes Design? Finde ich klasse. War gar nicht so einfach zu kriegen, die ist limitiert und das ist eine Riesengeschichte. Und war nur auf der Microsoft-Seite richtig zu bestellen über einige Händler. Es ist echt kompliziert gewesen, aber wie gesagt, schönes Stück. Mein Bruder ist sehr, sehr glücklich und ist dabei, sie gerade einzurichten und alles zu machen. Wunderbar. So, dann gehe ich gleich zum ersten Game. Es kommen noch weitere Games dazu. Neu in der Sammlung, PS5. Kena in der Piggy-Version. Mein Bruder hat sie sich gekauft. Dieses Spiel gibt es auch mit unserer USK. In der Edition ist es auch drauf. Das ist jetzt die englische Version. Die war ein Tick günstiger und die deutsche irgendwie war zur Zeit vergriffen. Und er hat sie sich aus Österreich bestellt. Und ja, echt guter Tipp. Großartiges Spiel, sehr lieb gemacht, sehr liebevoll. Auch eine schöne Geschichte, sehr emotional. Kann ich empfehlen. So, noch gehe ich nicht zu Transformers und so weiter über. Kommt das nächste Game. Resident Evil 2 für die Dreamcast. Das Cover sieht ein bisschen merkwürdig aus und auch das Rückcover liegt daran, es ist ausgedruckt. Ansonsten ist Handbuch und CDs, also CDs, ihr seht es hier, ist original. Habe ich vom lieben Petendo erworben. Fehlte mir noch in der Sammlung ein Klassiker. Cover, ja, und Backcover werde ich irgendwie, entweder werde ich mir hierfür neu ausdrucken, ich habe ja die Original-CDs, und besser machen, wenn ich eine bessere, wenn ich irgendwie einen besseren Hintergrund finde. Oder jemand scannt mir das ein, ich finde schon eine Lösung. Oder jemand bietet nur die Cover an, vielleicht dann kann ich es als Original machen, also sozusagen vervollständigen. Aber es ist ein Klassiker, muss in der Sammlung sein und die Dreamcast-Version ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, Resident Evil. So, weiter geht es. Ja, fangen wir an mit unserem Lieblingsthema. Fast schon. Spielzeug. Bei Games kommt gleich noch mal ein bisschen was. Aber ich gehe erstmal zum Spielzeug. Weihnachten, was ist da besser? Ein Adventskalender. Adventskalender darf es diesmal auch sein im Hause Sascha. Auch von meinem Bruder. Aber natürlich zu einem Thema, was absolut genial ist. Hätte ich in meiner Kindheit auch gerne gehabt. Jetzt kann ich mir natürlich besser leisten. Back to the Future 3. Einfach nur großartig, so viele Elemente aus dem Film in Playmobil-Optik, einfach nur klasse. Biff Tannen als Cowboy, hier dass diese Szene mit der Uhr auch nachgespielt, er als Clint Eastwood, Clara Clayton, Kopernikus, der Hund mit dem Helm, einfach nur genial, es ist einfach nur Wahnsinn. Ja, Back to the Future, einfach nur klasse. Ja, da break ich. Ihr habt vielleicht Türen gehört und mein Bruder kam rein. Und ja, dadurch verlängert sich die Pickup-Folge ein wenig. Es kommen neue Sachen hinzu. Entschuldigt dafür, dass es länger wird. Es tut mir wirklich leid. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Das großartige Playmobil-Adventskalender-Set von Back to the Future. Ja, bin ein bisschen aus meinem Konzept jetzt raus, ist auch egal. Ein großartiges Set, ich stelle es jetzt mal hier hin, kann ich nur empfehlen. Also
als Zurück in die Zukunft-Fan einfach nur klasse. Ach ja, und das wollte ich erwähnen. Wer den DeLorean bereits hat, der findet Ergänzungsteile. Das heißt, ihr könnt ihn umbauen. Vorher war es ja der DeLorean eigentlich nur von Teil 1 und 2, halt der fliegende und der klassische. Hier könnt ihr ihn jetzt umbauen und dann sieht er aus wie aus Teil 3. Ja, einfach nicht schlecht. Nicht schlecht, das haben sich echt viel Mühe gegeben. So, und ich mache mal mit Playmobil weiter. Wie gesagt, jetzt gerade aktuell, heute hinzugekommen, noch was aus von Playmobil. Der James Bond Aston Martin mit, ich zeige euch das, da, was für eine geile Actionfiguren. James Bond als Playmobil, Gold, Auric Goldfinger, Oddjob und wie heißt der, der Henchman. Einfach klasse. Hat auch Stoßstangen ausfahrbar, hinten Schutzschild, drehbares Nummernschild, Schleudersitz, Maschinengewehre, die vorne rausklappen, Krallen aus den Rädern. Einfach nur klasse. Ja, was gibt es nicht alles? Ich stelle ihn mal hier hin. Der Playmobil Aston Martin, James Bond als Playmobil-Figur. Ich meine, hätte ich in den 80er Jahren daran gedacht, dass es sowas gibt? Back to the Future, James Bond, ich meine, es gibt sogar Star Trek inzwischen. Ich bin völlig baff, dass es sowas inzwischen gibt. Ja, weiter geht's. Jetzt auch neu. War gar nicht geplant, weil ich hatte eigentlich nichts. Lego. Und zwar aus der Lego Infinity Serie. Ja, Iron Man, Pepper Potts. Obadiah Stane, also aus dem ersten Iron Man, nee, doch, dem allerersten Iron Man Film, der, das Spielset, einfach nur klasse. So, und noch ein Lego Set gab's, Lego Star Wars, das ist jetzt ein, ja, Battle Set aus, ist das aus, ja, aus Mandalorian. Graf Karga, die Figur, die von Action Jackson Carl Weathers gespielt wird. Ja, das war ja diese Episode aus der zweiten Staffel, wo sie da auf dem Plan, die Basis der Sturmtruppen infiltriert hatten oder da kurz Halt gemacht haben. Einfach nur klasse, das Fahrzeug. Einfach nur klasse. Und auch der Sturmtrupper mit dem Granatenwerfer, dass es sowas mal gibt. Ja, ich lege das hier hin. So, wie mache ich weiter? Weil das, was jetzt gleich kommt, ist eigentlich nur noch Transformers, fast nur noch. Also mache ich alles, was, ja, in Teilen mache ich, die Unboxings, dafür werde ich den Tisch leeren, werde ich einen kurzen Break einlegen, aber ich werde, ja, das kommt jetzt als erstes. Und zwar, das ist auch nochmal nicht Transformers. Na, mir fällt hier was runter. Ich habe hier einen Stuhl stehen, wo ich die Sachen drauf gepackt habe. Jetzt muss ich es vorsichtig nehmen. Comics. Ich habe Comics. Ein paar. So, ich habe Mask Comics mir gekauft. Mask Comic Nummer 13. Mask ist auch so eine Serie aus meiner Kindheit. Auch recht gut gemachte Comics. Na, wo haben wir eine Comic-Seite? Auch sehr, sehr schön. Wollte ich immer mal haben. Gab es günstig, habe ich dann mehrere Hefte. Mir fehlen auch noch eine ganze Menge, also da bin ich noch auf der Suche. Immer so nebenbei. Transformers bin ich ja fast komplett mittlerweile. Oh, gleich das Stopp. Wie gesagt, Nummer 13. Dann habe ich hier Nummer 16 von Mask. Einen sehr schönen Zustand. Mit Transformers-Werbung. Passt natürlich dann wunderbar. Richtig toller Zustand. Richtig toller Zustand. Hier ist eine schöne Seite. Das war das. Da, ist das nicht ein geiles Bild? Einfach nur geil. Toll. Nummer 16. So, die nächste. Nummer 17. Von Mask. Mit Action Force. Action Force hatte 6 Hefte, ich habe da alle inzwischen, da bin ich komplett mit der Serie. Ja, auch hier wunderbar, toller Zustand, fast wie neu. Einfach nur klasse. Und hier kommen natürlich immer auch so die Toys mehr zur Geltung, das sieht man hier.
dieses Schild, dieses Werbeschild, das gab es als Figur oder als Actionfigur, aber kam nie in der Serie vor. Also toll eingesetzt, einfach nur klasse. Ja, ein Transformers-Comic war dabei, Transformers Nummer 2. Hatte sich da reingeschlichen, naja, war ein Kombiangebot, dadurch habe ich es mitgenommen. Habe ich bereits, da muss ich mal gucken, ob ich es upgrade oder nicht. Aber hier hinten, spoilere ich jetzt ein bisschen, Tipp, das kommt auch bald, das Video. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch kommt, also 2021, sonst Anfang 2022. Und zwar über den Transformers Club von 1990. Ja, da kann ich euch einiges erzählen. Seid gespannt. Da war die Anmeldung drauf, deswegen kam ich auch drauf, das Video zu machen. Und ja, das war's. Das ist das Einzige, was ich fast für Transformers spoiler, weil danach kommen nur noch kommt Transformers und dann machen wir vorher den Break. So, letztes Mask-Comic, Nummer, was haben wir denn jetzt? Nummer 9. Und hier sieht man auch so ein Gewinnspiel mit Mask und den Figuren, einfach nur klasse. Das ist jetzt auch im guten Zustand. Naja, gut, hier ist bemalt worden. Ja, mal das sehen. Ist okay. Aber, ja, es gibt, weiß ich gar nicht, so 28 bis 30. Ich habe Nummer 28, glaube ich, meine letzte Nummer, die ich habe. Ich habe so 10 Stück. Also es gibt wohl 28. Ich habe ein paar Comics von Bastei. Das ist von Condors, von beiden Verlagen. Von Bastei gab es ein paar Lesebücher, die habe ich. Und, ja, so ergibt sich das manchmal. So, kurzer Break. Der Tisch ist leer. Und jetzt wird er wieder gefüllt. Wir fangen an mit noch nicht Transformers, aber fast so ähnlich. Ich habe mir einen Verwandlungsroboter gekauft von Bandai. Das ist ein Machine. Jetzt gucke ich nochmal genau, damit ich es richtig nochmal. Robo-Machine. Das ist von der Firma Bandai. Das ist sozusagen Konkurrenz gewesen damals. Die haben Transformers rausgebracht. Die Lizenz wurde von Hanna-Barbera aufgekauft später und daraus wurden die GoBots. Fun Fact ist, die Lizenz GoBots in Amerika, also diese Entwicklung der Figuren, denn auch hier, wie bei Transformers, gab es keine wirkliche Geschichte. Es waren Nummern, das kann ich euch auch zeigen, das greife ich nochmal kurz vor. Dabei, deswegen war es auch, warum ich es kaufen wollte, ich glaube, den besitze ich bereits, ich besitze einige, war ein kleiner Flyer. Ich mache es nur einmal ganz kurz zeigen. Da sind dann all die Figuren, die es gibt, drauf. Und die Stationen. Aber so einen Flyer findet man seltener. Der war mit der Figur dabei. Und hier seht ihr, ist ja auch Bandai, wie gesagt. Die haben halt diese Figuren rausgebracht. Und die haben hier nur Nummern. Also, oder Standardnamen. Wie heißt jetzt dieser hier? Wie wird der genannt? Der wird Articulated Lorry genannt und ist einfach nur ja, Truck, kann man so sagen. Kein wirklichen Namen, obwohl es richtig teilweise interessante Figuren gibt. So, bei den GoBots war es halt so, bei Hanna-Barbera, die auch Flintstones und Scooby-Doo rausgebracht haben, die haben die Lizenz gekauft, haben daraus Konkurrenz zu Transformers eben halt die GoBots rausgebracht. Darunter sind dann auch die ganzen Figuren erschienen mit Namen. So, und diese Lizenz hat inzwischen Hasbro, also Transformers, aufgekauft. Das heißt, sie haben die Namenlizenzen und diese ganzen Konzepte der GoBots und dieser ganzen Geschichte um Gobotron oder wie auch immer diese Planetenwelt heißt. Ich habe es komplett vergessen. Ich bin da mit der GoBot-Welt so ein bisschen raus, weil die Cartoons habe ich vor Jahrzehnten zuletzt gesehen, muss ich zugeben. Obwohl ich sie gar nicht so schlecht finde und es gibt auch einige echt coole Teile davon. Ja, auf jeden Fall, die Lizenz besitzt eben halt Hasbro jetzt, aber wir können die Figur nicht rausbringen, denn Bandai, also eine Konkurrenzfirma, besitzt die Toys und die Toy-Rechte. Somit ist das immer so schwebend, diese ganze Sache. Sie dürfen wohl Abbilder benutzen, denn in den Comics von IDW sind da ab und zu mal ein paar Anspielungen an die GoBots. Teilweise wurden Namen der GoBots verwendet in den Serien oder wurden wieder aufgegriffen. Es gab so Robots in Disguise, eine kleine Serie mit Mini-Fahrzeugen als Toys, die wurden als GoBots bezeichnet. Also die haben die Lizenz dann halt gut verwendet. Auf jeden Fall eine sehr schöne Figur, ganz einfach zu verwandeln. Also hier klappt man nur die Arme um. Dann musste man, weil der Kopf da so rausguckt, ich versuche mal die Kamera. Also wie gesagt, Arme habe ich umgeklappt, Kopf
zieht man sozusagen die ganze Fahrzeugteil nach oben, so, damit der Kühler sozusagen zwischen die Arme kommt. So, da. Dann habe ich hier hinten den Anhänger freigesetzt. Hier seht ihr, kann man sich sogar jetzt bewegen. Die Beine werden einfach nur runtergeklappt. So, und jetzt kann ich hier theoretisch einen anderen Wagen draufstellen. Ganz, ganz simpel, aber auch eine sehr coole Figur. Hat was. Ja, einfach nur nicht schlecht. Ja gut, kommen wir an die Seite. Der Tisch wird voll, weil da kommt Transformers gleich. 3 Games habe ich mir gekauft. Ja, fangen wir an. PlayStation 3. Nachdem ich ja Kampf um Cybertron habe, habe ich auch Untergang von Cybertron. Leg ich doch noch was zur Seite, damit ich handfrei habe. Auch, kam auch mit Handbuch oder guter CD. Ist halt, wie gesagt, die Lizenz ist von Activision abgelaufen. Das heißt, die sind auch nicht mehr im digitalen Store erhältlich. Deswegen ist es immer gut, physisch zu haben. Als Transformers-Sammler, als physischer Sammler brauche ich natürlich auch physisch dieses Game. So, weiter geht's. Nächstes Game, ein bisschen artverwandt. Ich habe euch jetzt schon mal vorgestellt, das Transformers-Game. Das ging um die Transformers-Armada-Welt. Hätte man eigentlich Transformers-Armada nennen müssen. Ist es aber nicht, es wurde nur Transformers genannt. Hier steht Director's Cut drauf, darauf komme ich gleich. Es gibt auch eine normale Fassung. Ich habe die Special Edition euch mal in einem anderen Pickup gezeigt. Da war, ja, was soll ich sagen, es ist nur eine Papphülle darum, so ein bisschen 3D-Effekt. Gar nicht so schlecht. Director's Cut, also steht hier schön drauf, auch auf dem Handbuch. CD aber nicht. So, was ist denn da exklusiv, warum der Director's Cut steht? Nee, nicht das Cover mit dem Namen, auch nicht das Backcover. Es sind keine zusätzlichen Charaktere drin. Die Story ist nicht abgewandelt worden. Es ist auch nichts verändert worden von der Handlung her, von den Figuren her. Die Grafik nicht verbessert worden. Warum also direkt das Cut? Ja, ist eine große Markenfälschung, wenn man so will. Der Unterschied ist lediglich, hier steht es drauf, inklusive eines Making-ofs. Wenn man das Spiel reinlegt in der Konsole, hat man die Wahl zwischen Spiel und dem Making-of gucken. Das war's, wie das Spiel entstanden ist. Ist interessant, wirklich dieses Making-of, aber Director's Cut zu nennen, naja, sorry. Tut nicht Not. Das gleiche Spiel habe ich sozusagen noch einmal. Ich habe eine Promo. Das ist eine Promo, die zum Beispiel auch die Spielejournalisten bekommen haben. Ich bin ja auch, habe ja auch als Journalist gearbeitet, habe auch viele bekommen. Die hatte ich jetzt nicht, deswegen habe ich mir sie erworben. Stopp. Passiert. So. Transformers Optimus Prime. Ich muss zugeben, ich habe sie noch nicht im Player gehabt. Ich weiß jetzt nicht, weil es ist dasselbe Spiel, auch komplett, warum es jetzt Optimus Prime ist. Denn ich habe diese Promo auch. Ich zeige euch irgendwann mal einfach mal alles von dem Spiel. Mache ich ein kleines Mini-Video von. Da habe ich auch die Promo. Die sieht fast genauso aus, nur da steht nicht Optimus Prime. Es gibt zwei verschiedene Promos, einmal mit Optimus Prime und einmal mit Red Alert. Kann sein, dass diese Promos nur diesen einen Charakter haben. Das heißt, das ganze Spiel ist drauf, aber man kann nur Optimus Prime spielen. Genau weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kam noch nicht dazu. Ist noch zu neu. Ja, und jetzt geht's mit was richtig Geilem weiter. Heute ist Samstag. Ich habe heute, deswegen mache ich auch das Video, weil ich sonst zu viel habe zum Zeigen. Ich habe hier jetzt 3 Deals, die ich bei Kleinanzeigen gemacht habe. Den ersten Deal, den ich euch zeige, habe ich heute Morgen gemacht. Gestern Abend habe ich bei Kleinanzeigen eine Anzeige entdeckt, wo einer G2s anbietet. Transformers G2. Von 92, kann man so sagen, Figuren. Und ich war ganz überrascht, dass der sagte, hey, ich komme aus deiner Nähe, knapp 10 Kilometer entfernt. Das ist also wirklich zwei Orte weiter. Also es ist wirklich um die Ecke. Ja, ich habe noch so viel. Also er hatte nicht wirklich viel was angeboten. Er hatte ein paar Micromasters in der Anzeige und schrieb dann, ich habe noch weitere G1 und G2. Und dann sage ich mir, schick mir doch mal ein Foto. Was hast du denn? Und da waren ein paar schöne Sachen dabei. Er kannte sich mit den Werten auch aus. Also sie waren super ordentlich verpackt. Auch natürlich mitgespielt, dadurch fehlt noch hier und da ein paar Teile. Aber ja, sehr, sehr tolle Stücke. Ich habe sie jetzt in einem Karton.
Daraus greife ich dann immer mal ein Stück raus. Da sind auch noch die Tüten. Ich habe es also nur einmal angeguckt vor Ort und jetzt eigentlich schon fürs Video mache ich das zweite Mal. Deswegen kann ich auch noch nicht komplett, bin ich bei den Namen ein bisschen raus. Also deswegen, ihr werdet gleich sehen, warum. Eine Figur, die ich nie vorher besessen habe, und die ist ja auch noch eingestaubt, muss ich auch noch sauber machen. Das ist leider so. Ich kenne den Namen gerade nicht, habe ich auch nicht nachgeguckt. Ich habe ihn noch nie gehabt. Er ist heil und vollständig. Hier kann ich ausklappen, die Flügel noch ein bisschen länger. Hier kann man sogar den zweiten Jet rausziehen. Ich habe ihn noch nie verwandelt, also ich kenne die Figur gar nicht, muss ich sagen. Also ich kenne sie vom Sehen her aus dem Katalog, aber ich habe sie nie in meinen Händen behalten. Finde ich hochinteressant. Das sieht ja noch einfach geil aus. Einfach nur klasse. Das stellen wir auch erstmal hier hin. Na, so richtig schön als Jet. Kam auch, hier sind Tüten mit Zubehör. Ihr seht hier so das ganze Zubehör. Auch sehr genial, da kann ich sogar den Namen jetzt nachgucken. Hier mit dieser Anleitung, die ist ein bisschen feucht geworden wohl. Da kann man dann sehen, und wie heißt denn der? Heroic Autobot Stealth Assault. Wo haben wir denn den Namen? Wo haben wir denn den Namen? Ich habe auch sehr viele von solchen Anleitungen von klassischen G1. Wenn euch mal das interessiert, dass ich mir diese Anleitung mal genauer angucke, schreibt es in die Kommentare. Ich mag es sowieso, wenn kommentiert wird, wenn ihr was geil findet hier und sagt, das muss man mal haben. So, ihr seht hier, es ist die große Anleitung. Ich mache sie jetzt nicht ganz auf. Ich will sie nicht zerreißen, aber interessanterweise steht der Name gar nicht hier drauf. Ja, irgendwie wird hier nicht der Name genannt. Früher waren immer die Namen drauf abgedruckt. Also, ich mache es so, ich blende euch den Namen ein von dieser Figur. Egal, so, das kriege ich sogar jetzt nicht mal mehr zusammen. Diese Anleitung, die ist, ja, so. Ah, da, so haben wir es. Er hat sie falsch zusammengeklebt, gepackt, deswegen sieht sie jetzt so komisch aus. Kommt mit Anleitung, ganzen Zubehör, extra Waffen, großartig, voll verpackt. Und das hat mich auch begeistert, der hat wirklich gesagt, also ich, wenn ich sie zur Seite lege erstmal, pack sie in Tüten, hab separiert. Und deswegen sind auch richtig coole Sachen dabei. Das war ein Grund, also ich habe für den ganzen Lot von G2 ja, über 150 Euro bezahlt, gebe ich ehrlich zu. Ist vielleicht, ich weiß nicht, es ist so relativ, so zwischen günstig und okay, also normal. Ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt einen mega Schnapper gemacht habe, aber es geht weiter. Ich mache es einfach mal kurz und schmerzlos. Hier in der Tüte sind 4 weitere Figuren, kleine Autos. Hier ein Sporkobot in der G2-Version, in G1 ist der auch rausgekommen. Hier ist er so in der Clear-Version, so ein bisschen durchsichtig. Funken schlagen konnten die, wenn man so ein bisschen mit Speed gab. Okay, das ist noch... Na, will ich gar nicht ausprobieren. Ist leider rostet dieser Effekt dadurch so ein bisschen. Will ich aber auch gar nicht ausprobieren. Für mich ist das klasse, der ist noch in Top-Zustand. Ja gut, ich muss ihn nochmal einfach ein bisschen sauber machen. Boah, geht schwer. Man hat Angst, dass Plastik, dass das Korrel kaputt geht, weil das muss man auch sagen. Ja, hier sehe ich auch, da muss ich aufpassen. Hier beim Clear seht ihr Stressmarker, da oben. Diese Dinger, die brechen dann auch. Da muss man echt aufpassen. Ich sehe schon, dass die andersfarbig geworden sind. Das heißt, die sind Druck ausgeübt worden. Das heißt, der wird bei mir auch nicht mehr verwandelt, der wird nur hingestellt. Das sind so Punkte, wo es dann bricht. Stresspunkte nennt man das ja auch so. So, hier habe ich dann 3 weitere G2 Autobots in der Tüte. Der ist mal zur Seite. Die habe ich nie besessen. Ich zeige euch den mal hier. Und das Coole, der Motor. Ups, hier geht mir schon die Motorhaube. Ist sehr lose. Kopf kann rausgeklappt werden. Hier werden die Beine umgeklappt oder rausgezogen. Ich gucke gerade, ich habe ihn auch noch nie verwandelt. Ja, umgeklappt, die Beine. Hier wird die Motorhaube nur nach hinten. Das G2 hatte das Problem, dass die manchmal sehr einfach waren. Ah nee. So kompliziert nicht. So, und dann klebe ich, packe ich um. Ah, genau. Und der Motor war sozusagen die Waffe.
ich werde jetzt nur bei dem. Ganz cool. Und hier seht ihr auch so einen Clear-Effekt hier oben drin. Das heißt, wenn man Licht dahinter gepackt hat, dann leuchteten die Augen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich sehen kann hier jetzt. Aber sieht cool aus. Ist eine ganz geile Idee. Da habe ich noch zwei weitere aus dieser Gruppe. Hier so ein Pickup. Da fehlt aber leider der Motor. Das heißt, die Waffe fehlt. Und hier noch, auch noch so ein Sportswagen. Da steht auch Autobot vorne drauf auf der Windschutzscheibe. Im Endeffekt verwandelt er sich genauso. Es ist genau die gleiche Verwandlung. Auch der Motor, ihr seht, auch cool, da steht Autobot. Einfach nur klasse. Tolles Teil. Habe ich, wie gesagt, noch nicht gehabt. Ich habe es ja auch nur aus dem Katalog gesehen. G2 ist so die Zeit gewesen, wo ich gerade in meiner Ausbildung war. Und ich auch nicht so viel Geld hatte, man überlegte sich das, und dadurch, dass ich dann auch gar keine Zeit hatte, man war mit der Ausbildung stark beschäftigt halt, habe ich die Spielzeugläden nicht wirklich viel gesehen. Und wenn ich mal gesehen habe, habe ich natürlich mir einen Katalog mitgenommen und so weiter. Und dadurch habe ich eigentlich in meiner Zeit, ich überlege gerade, G2, habe ich nicht wirklich viel gekauft. Also ihr könnt meine Videos ja sehen, wo ich meine Sammlung vor 15 Jahren angucke, es sind sehr, sehr wenig G2 dabei. Ein paar habe ich gebraucht gekauft von Flohmärkten damals, aber ich glaube im Originalzustand, ich glaube ein oder zwei, also es waren wirklich wenig. Ich wollte aber immer welche haben. So, dann haben wir noch zwei weitere Autos, die habe ich auch schon, aber hier sind die jetzt komplett. Ich packe sie aus der Tüte aus. Eben halt mit. Das sind zwei Oldtimer, so Hot Rods. Noch ein bisschen näher ran. Auch sehr geil. Die habe ich euch gezeigt. Die habe ich auch eigentlich, oder habe ich bereits. Der da. Hier ist ein Knopf mit Batterie und dann leuchtend. Ja, hier ist eine Batterie. Hier ist eine Batterie unter. Und wenn man hier drückt, dann leuchtet das, und ja, war ein schöner Effekt. Dazu kommen halt zwei durchsichtige Schwerter. Die konnte man auch irgendwie unters Auto klemmen. Da muss ich aber mal sehen, wie es ist. Ich glaube, der gehört hierhin. Ich glaube, die konnte man hier unter mal klemmen. Und das Auto auch. Habe ich jedenfalls mal gesehen. Ich habe es aber nie wirklich gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kommen mit den Waffen. Das ist auch, die sind halt schwerer zu finden. Das Witzige war ja, den ich hier hatte, den habe ich mit einer Waffe bekommen, die gar nicht zu dem gehörte. So passiert das. So. Die Tüte ist leer, da hatte ich was rausgegriffen. So, weiter geht's. Fange ich mit einem Highlight an. Wollte ich auch haben. Dinobot Snarl in der G2-Version. Die Originalversion ist grau, die hier ist rot gefärbt. Absolut klasse. Irgendwo ist noch das G2-Branding. Leider ist hier am Bein was gebrochen, dadurch hakt das nicht mehr ein. Aber zum Hinstellen geht es. Kommt auch komplett mit den Waffen noch. Er hat ja wirklich nur Pistole und Schwert. Die Armkanone, die man, oder Schulterkanone, die man jetzt hier reinklemmen konnte, die fehlte grundsätzlich bei der G2-Version. Aber wunderbar. So, ein Highlight aus dem Lot war auch noch eine Figur, die ich jetzt hier habe, fast komplett, aber eine der beliebtesten G2s, muss man dann ganz ehrlich sagen. Ich spoiler ganz kurz mit den Waffen. Eine schrecklich grüne Waffe. Da fehlt das Projektil, das ist auch das, was fehlt, das, was abgeschossen wird. Hier habe ich seine Waffe, auch sehr cool, auch Metall, also wirklich klassischer Transformer. So, alles mal hier rein, Karton zur Seite, damit ich den nächsten Karton öffnen kann. Sideswipe in der schwarzen Edition, schwarzer Sideswipe. Original ist er eben halt rot, und es gibt natürlich noch die Version von Red Alert, da ist er, ja, wie so Lamborghini, Ferrari ist es nicht, Lamborghini ist es, aber eben halt cool. Metall, auch richtig schön schwer, es ist halt eine G1, klassische repainted Figur, aber in schwarz absolut klasse, auch hier im Top-Zustand. Klar, bespielt, ich glaube hier vorne ist ein Teil abgerissen
von dem Logo, was da sein sollte, das Lamborghini-Logo. Pistole kann man hier oben raufklemmen. Das sieht noch einigermaßen gut aus. Diese grüne sieht einfach schrecklich aus. Ja, absolut klasse. Einfach nur klasse. Ja, aber es geht noch mit Transformers richtig weiter. Jetzt kommen zwei Pakete, die ich öffne. Und ich fange auch an mit dem etwas größeren Paket. Da ist auch etwas weniger drin. Messer muss her. Ich öffne das. Eigentlich erwarte ich noch ein Paket mit Transformers-Figuren. Ich gebe es ganz ehrlich zu, aber das wird nicht mehr in dieses Video passen. Das kommt irgendwann, entweder im Mini-Video oder im nächsten. Es ist leider noch nicht gewesen. Ich hatte es schon erwartet, aber da ich heute den G2-Lot gemacht habe, blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich mache das Video, damit ich nicht zu viel habe, weil die Videos, meine Pickup-Videos sind immer so lang. Ich denke mal, ich habe so gut wie nichts. Aber da kommt. So, hier ist eine ganze Tüte voll mit Transformers. Ist auch eine Tüte alles gepackt. Ja. Okay. Hier habe ich einen Stuhl. Ich ziehe mir näher ran. Dann, na, das zweite Paket will ich nicht, dass es runterfällt. Kurz zur Seite legen. Und hier in der Kiste sind Figuren. Ach, das ist auch noch zugebunden. So ein Müllsack. So. Mal aufgewickelt. Komm. Aufgemacht. Ja, vorsichtig sein. Also das war ein ganzer Lot. Hat Figuren verkauft. Ich weiß auch, habe eigentlich nur wegen einer Figur haben wollen, aber ja, der wollte nur komplett verkaufen, also habe ich mich dann geeinigt. Ich habe, glaube ich, ja, 80 Euro ausgegeben. Und als erstes kommt eine ganz riesige Figur, habe ich auch nie besessen. Deswegen Skyquake. Flügel ist dran, die Flügel sind hier. So mit Gold, diese Goldsachen, das war irgendwie beim Plastik etwas, was schnell kaputt gegangen ist. Sieht sehr heil aus. Ihr könnt ja sehen, richtig cool, ist riesig. Ihr seht, wie riesig der ist. Ja, dreckig, ohne Ende dreckig. Das ist auch, das muss echt tierisch sauber gemacht werden. Das heißt, ein schöner Nachmittag. Hier kann ich aufklappen. Ich glaube, hier ist der Kopf hinterher. Waffen und so weiter, weiß ich gar nicht, ob dabei waren. Es kann sein, dass die fehlen. Hier kann ich Landing Gear rausklappen. Sieht aber sehr heil aus. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie gesagt, fehlte mir. Ich weiß, der Tisch wird wohl wieder voll. Ich schiebe schon mal ein bisschen um, damit ich hier ein bisschen mehr drauf kriege. So, das mache ich mal so, das kleine hier hinten hin. Dinobot dorthin. Die Waffen nehme ich mal runter. Die stören jetzt hier nur. Ja, ich räume ein bisschen um, während ihr das seht, damit ich euch das alles auch präsentieren kann. Messer zu, damit man nichts passiert. So, weiter geht's. Eine kaputte Figur. Skydive. Vorne die Spitze fehlt. Ganz schön mitgenommen. Aufkleber auf die falsche Seite gepackt. Ja, meiner ist leider kaputt. Ganz und gar die Aufkleber falsch geklebt. Mir ist mein Torso kaputt bei meiner Figur. Aber austauschen, zum Austauschen lohnt sich die auch nicht. Zum Reparieren weiß ich noch nicht. Das Problem ist, dass bei mir der Teil hier gebrochen ist. Da, wo dieses Ding einrastet. Ich glaube, da werde ich auf eine neue Figur, aber wer weiß, vielleicht ist das für jemanden, weil auch Hacks können fehlen. Ich habe auch einen anderen, wo mir das Hack fehlt. Ja, ist halt mit drin gewesen. So, weiter geht es. Noch ein Transformer, auch ein, ja, kurz vor G2. Auch so ein ähnlicher Effekt gehört auch in diese Reihe hier. Hier ist nämlich so eine Klappe.
Hier ist so eine Klappe mit so einem Spiegelteil. Da ist so eine, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so eine Battle-Szene drauf, eine Kampfszene. Und diese Szene, diese kann man hier einloggen und hier hinten kann man, hier kann man sie reinstecken, so kombinieren und hier kann man dann reingucken. Wenn man da durchguckt, da ist so ein kleines Loch und dann mit Licht und dann kann man sozusagen, hier kann man auch hochklappen, sehen diese Szene. Hier ist auch so eine Battle-Szene drin. Ja, das ist auch bespielt. Aber wie gesagt, um den ging es mir auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den, ich sag ganz ehrlich, behalten werde. Genauso wie den, weiß ich noch nicht. Das ergibt sich alles. So, weiter geht es. Ein Protectobot, Protectobot Groove. Heil sogar, ausgeleiert, aber heil. Ja. Groove, das Motorrad von den Protectobots. Sieht auch heil aus. Mitgenommen, aber heil. Ne? Oder wo ist der Kopf? Ich glaube, das wurde hochgeklappt. Ja, ja, der Kopf ist da, alles heil. Der ist doch da. Das wurde dann nur eingerastet. Nicht schlecht. Das Ding ist heil. Ne? Sieht auch im ganz guten Zustand. Eben halt bespielt. Was erwartet man? Nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. So, nächster, der ist auch bespielt, aber auch nicht schlecht. Ein Stunticon. Ich glaube Dragstrip. Auch nicht. Auch okay. Heil. Ja, kann man rausziehen. Stunticons, ja, habe ich auch nichts dagegen. Ich habe ja schon mal erwähnt, ich möchte manchmal Transformers vielleicht auch doppelt haben. Das heißt, solche Figuren stelle ich mir einmal als Auto und einmal als Roboter hin. Den habe ich sogar als ein eigens gekauft. So, nächster Punkt. Das ist auch eine geile Figur. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob sie komplett ist, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Hier scheint ein Teil zu fehlen. Und zwar Octane. Octane, der Triple Changer. Habe ich auch nie besessen. Das ist dadurch für mich auch jetzt eine Neuheit in meiner Sammlung. Deswegen muss ich auch gucken. Der ergab sich so. Der kann sich in ein Flugzeug und einen Truck verwandeln. Wahrscheinlich komplett falsch verwandelt hier irgendwie. Ich weiß es nicht, das muss ich noch rausfinden. Hier ist auch noch eine Heckklappe, die man wohl zusammenklappen kann. So. Hier wird wohl umgeklappt. Genau weiß ich es auch nicht. Müsste eigentlich hier hinten reingesteckt werden. Vielleicht. Oh, ist halt ein bisschen mitgenommen. Das ist es eben. Hier hinten kommt das drauf rein. Hier wurde ein bisschen zusammengesteckt. Achso, den Nipsel kann man drehen. Ah, ja, jetzt sehe ich das. Hab keine Anleitung, ich habe ihn nie besessen, wie gesagt. Octane als Flugzeugmodus. Muss mal sehen. Ich glaube, ein Teil vom Tanker fehlt. Es gab mal so eine, habe ich aber auch nur gesehen. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich habe ihn nicht bisher gehabt. Aber toll, so habe ich den wissen. Gekauft habe ich das aber wegen einer anderen Sache. Das ist das Einzige, was jetzt hier noch im Karton ist. Wegen dem Bohrer hier. Das ist ein Rescue-Bot. Rescue Force. Dazu gehört er. Gehört eigentlich zu Leo Kaiser in Japan, zur Victory-Serie. Bei uns sind 4 Stück erschienen mit anderer Kolorierung, teilweise auch ein bisschen bearbeitet. Sie können sich nicht in ihren Combiner verwandeln. Haben auch keinen Namen. Der heißt, glaube ich, nur Drill. Also Bohrer. Ist farblich eine kleine Hommage an die G1-Figur. Aber ansonsten, ja, ich wollte es haben, weil hier sind die Waffen dabei.
Die Waffen fehlen sonst so oft und sonst habe ich immer nur einen gesehen, der bisschen schwarz bemalt wurde. Ich meine, vorne ist so ein Fleck, so ein bisschen Break, gebrochenes Glas angedeutet, aber das gehört so. Ja, ganz simple Figur. Also hier ist nur rausziehen. Hier kann ich, brauche ich ja noch nicht mal die Waffen aus den Händen nehmen. Brauche ich nur umklicken und bohre um. Und schon ist er verwandelt. Also ganz, ganz simpel, aber eine Figur, die ich haben wollte. Ich möchte gerne alle 4 Rescue-Bots haben. Ich habe jetzt 3. Den Dune-Buggy habe ich euch im anderen Pickup gezeigt. Da fehlt mir aber noch die Waffe. Oder die Waffen sind auch so 2 kleine. Und mir fehlt jetzt nur noch der Jet. Das Panzerfahrzeug habe ich, aber eben halt nicht komplett. So, und jetzt wahrscheinlich wird auch nicht genug Platz sein, aber ich mache es trotzdem, weil es wird jetzt noch einiges kommen. Ich habe noch ein zweites Paket. Das war auch von eBay Kleinanzeigen und die Geschichte ist sehr interessant. Da bin ich auch sehr fair gewesen. Da hat jemand, ich spoilere jetzt kurz, es sind Micromaster. Da hat eine junge Dame oder eine Mutter eben halt gesagt, hier für den Adventskalender möchte ich diese kleinen Transformer verkaufen. Es waren 2 Anzeigen, wo gemerkt, sie hatte noch eine mit Ü-Eier-Fahrzeuge, sind auch ein paar dabei. Da waren aber auch ein paar Transformer-Figuren dabei. Sie hat nicht mehr, ich habe nachgefragt. Und ja, im Endeffekt hat sie für diese ganze Transformers-Lot, das sind so 20 Figuren oder so, wollte sie 3 Euro. Ja, ihr hört richtig, 3 Euro. Und die andere Anzeige war für 2 Euro. Das heißt, theoretisch hätte ich all das, was ihr hier gleich seht, das sind eine ganze Menge Transformer, Micromaster, für 5 Euro plus Versand. Das hat jetzt 5 Euro, also im Endeffekt hätte ich es für 10 Euro kriegen sollen. Ich habe es aber nicht angenommen. Ich habe gesagt, weil sie geschrieben hat, das ist für die Sparkasse meiner kleinen Tochter, habe ich 30 Euro geboten. Plus Versand. Ich habe 35 Euro für diesen Lot bezahlt. Ich gebe zu, es war, mein Gewissen spielte einfach nicht mit. Ich wollte gerne fair sein und ich wusste, ein paar Euro wert, die Figuren. Ich wusste, ja, dass sie ein bisschen mehr als eben halt 5 Euro Gesamtwert haben. Und wenn es schon für die Sparkasse eines Kindes ist, warum nicht ein bisschen geben? Es ist Weihnachten. Also kann man das machen. Hier ist Verpackungsmaterial. Das brauche ich nicht. Aber ich sehe schon, hier sind eine ganze Menge. Und fangen wir mal an. Ich zeige euch das. Es sind 2 Tüten voll mit Figuren. Ich mache mal da, wo die Ü-Eier-Figuren sind, ein bisschen mehr. So, den Beutel lasse ich hier mal zur Seite. Ich werde ihn auch aufreißen. Und alles, was an Ü-Eier-Figuren ist und so weiter, werde ich auch gleich da in den Beutel packen. Deswegen fiel das nicht auf. Aber es waren ein paar andere witzige Sachen dazwischen und deswegen habe ich das gemacht. Das ist jetzt hier der 2-Euro-Beutel. So. Ich krame mal raus und ich nehme gleich ein Highlight raus, weil das ist mir auch aufgefallen, was dazwischen war. Eine Mask-Figur. Und zwar von diesem durchsichtigen Split Seconds oder so. Figur, ja, durch das Durchsichtige ist halt ein besonderes Plastik, aber ist auch schon ein bisschen mehr wert als 2 Euro. Allein, wenn ich nur diese Figur haben wollte, habe ich eigentlich alles rausgekriegt. So, der kommt mal einfach hier hin, klebt ein bisschen, ist leider so. So, hier habe ich ein kleines Motorrad. Das ist, glaube ich, sogar von so einem Micro Machines. Aber egal, ich will es gar nicht mich so aufhalten. Hier ist eine komische Figur. Was steht da? Norddatum? Was drin? Ja, ist das nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Hier ist eine komische Figur. Ja, und dann sind hier halt Ü-Eier-Autos. Ihr kennt sie vielleicht noch so. So diese Ü-Eier-Autos. Ich werde die jetzt euch nicht alle in die Kamera zeigen, ich fummel das raus. Das ist vielleicht so ein bisschen interessanter für die Fans. Da was fehlt, weiß ich nicht, das sind so Stiftaufsetzer und zwar von Casper, die Casper-Geister.
Ich bin kein großer Fan davon, aber es ist schon was Besonderes. Diese Geister fehlt jetzt noch Casper, sind aber seine drei Kumpane. So, kleiner Anhänger, das ist auch so eine Micro-Maschinen-Sache. So, hier ist ein Fußballschlumpf. Die sind, glaube ich, schon mal etwas seltener. Die besonderen Figuren lege ich mal hier zur Seite. Hier so ein Flugzeug, Baufahrzeug, Jeep. Halt, Ü-Eier-Autos. Ich werde die jetzt auch gar nicht erst in die Kamera, wie gesagt, halten. Ich fummel. Hier ist noch so eine komische Lokomotive mit Gesicht. Irgendwie sieht ganz komisch aus. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht mal, ob es ein Ü-Ei war. So, Autos, Ü-Eier-Autos. Haben wir hier ein kleines UFO, sogar noch verpackt. So, hier nochmal so komische Figuren. Ich weiß nicht, was das ist. Ganz ehrlich nicht. Vielleicht ist es was Besonderes, das weiß ich nicht. Gut, grabe ich jetzt raus. Auch ein Transformer hier. Und zwar, das weiß ich, HiQ, das ist, oh, der geht schwer. Das ist der Motormaster von dem V-Master Optimus Prime. Sein Partner. Bisschen dreckig, aber. Wie gesagt, der ist auch dazwischen gewesen, also Transformers. Ach so, der eine Geist ist sogar doppelt. Hier ist noch ein Geist von denen. Und ja, hier ist noch mal einer, das heißt, da habe ich noch mal einen. So, Ü-Eier-Flugzeug. Oha, gebe ich da drauf, weil es zu viel ist. So, da haben wir Micromaster, zeige ich euch gleich. Ich will erstmal die ganzen Ü-Eier-Sachen. Hier ist noch ein. Hier noch ein ganz alter Schlumpf, Ü-Eier-Schlumpf. Ich weiß nicht, ob die selten sind. Das wird sich zeigen. So, hier sind Ü-Eier-Autos. Und hier sind diese so eine Micro-Fahrzeuge. Das ist so ein mikrometrischer Trecker. Ganz interessant. Surfbrett. So Klebe. Nee, Staubreste. Hier ist ein Mähdrescher, ein kleiner. Motorräder sind hier. So Mikromotormäßig. Es ist, wie gesagt, interessant, was man so findet. Hier ist. Ach, ein kleines Fahrradfigürchen. Wie gesagt, das ist alles Sammelkram. Das sind Ü-Eier-Figuren. Metall. Transporter. Nichts, was jetzt für mich zum Belang ist. Hier ist nochmal ein Auto. Happy Hippo Wagen, auch aus Ü-Eier. Ja, das fand ich auch geil damals. Das ist ein Zukunftswagen. Also, ich habe gute Erinnerungen an die. Auch nicht schlecht. Hier ist ein Ballon. Das ist auch, muss auch von diesen Micro Machines sein. Hier ist auch nochmal so ein komisches Auto. Wie gesagt, das weiß ich nicht, was das ist. Das ist so ein Ballon von den Micro Machines, glaube ich. Hier sind die Auto von Ü-Ei. Hier auch so ein komisches Motorrad, keine Ahnung. Das sind alles Ü-Eier-Sachen. Mitrascher Teil. Und nochmal so ein Zukunftswagen. Also im Endeffekt für 2 Euro Lot, ach, klebst fest, habe ich, was habe ich, ein Highlight dazwischen, sagte ich ja, die Geister von Casper, die beiden Schlümpfe, die Mass-Figur und 2 Micro-Master Transformer. Habe ich beide, aber sind heil, sehen top aus. Gut, nee, top sehen die nicht aus, der ist wahnsinnig dreckig, der muss entstaubt werden. Klemmt so ein bisschen, aber ja, deswegen klemmt er auch, der muss sauber gemacht werden. Der muss sauber gemacht werden, der ist total verstaubt. Aber 2 Micromaster, das heißt, dieses kleine Set ist auf jeden Fall mehr als 5 Euro wert. Kann man so sagen. So, und dann haben wir ja Tüte Nummer 2. Das ist auch das letzte. Dann sind wir auch mit dem Video durch. Und da sind auch nur Transformer drin. Und auch Figuren, die mir fehlen. Ein paar jedenfalls. So. Hier von den. Das ist von den Squads, von diesen Teams Ups. Das sind 2 Micromaster. Die sich in einen verwandeln können oder in ein Fahrzeug verwandeln können, aber 2 Micromaster Figuren. Das ist so ein Raketenabschluss von der Astro Force, Astro Squad. Da fehlt die Rakete aber.
Ja, ein Klassiker schlechthin. Eigentlich schon traurig. Dragstrip von den Stunt-Accounts ist einfach nur kultig. Na, der geht gerade nicht umzuklappen, der Motor. Aber da hat jemand das Decepticon-Logo auf das Rubbel-Logo gelegt. Das ist schon doppelt. Das muss nicht sein. Das war die Figur, die, auf, die hier auf der... weiß gar nicht, wo die hingehört. Das Aufkleber. Weil im Endeffekt, oder hier auf die Brust, glaube ich, hier gehörte da hinten drauf. Hier gehörte der hinten drauf. Egal. Oh, der ist dabei. So, hier habe ich, hier fehlt die Leiter. Das ist von der Construction Squad. Weiß ich nicht. Ich glaube, eine Leiter fehlt da. Ich muss gucken, mir fehlt von der, genau hier, der fehlt mir. Der ist auch vollständig. Das ist der von der Metro Squad. Die Metro Squad, die fehlt mir komplett. Das sind drei Doppelfahrzeuge. Da unten ist der hier. Der fehlt mir. Wunderbar. Genau, und hier ist die Astro Squad. Auch nochmal. Hier ist die Raumfähre. Auch sehr geil. Einfach nur. Das waren klasse Teile. Der dritte Part der Astro Force. Hier seht ihr Satellitenschüsse. Damit ist die Astro Force sozusagen komplett. Ein Arm fehlt. Hier fehlt ein Arm. Ich weiß nicht, warum es schief ist. Ein Arm fehlt. So, das ist auch zur Metro Squad. Der ist auch komplett. Der fehlt mir auch. Wunderbar. Kran. Das ist immer ein bisschen komisch verwandelt irgendwo. Ja, das ist nicht runtergedrückt. Hier so ein Kran mit so einem Wagen, echt cool. Ein weiterer, der mir fehlt. Ich glaube hier, der gehört auch dazu, da fehlt die Leiter. Das heißt, wieder einmal muss ich sehen, ja, wie dem auch sei. So, weiter geht's, wir haben ja noch mehr. Hier ist auch einer Squad, ich weiß gar nicht, welche das ist, hier, ob da was fehlt. Ich muss es mir nochmal angucken. Aber ihr seht, es hat sich für den Preis auf jeden Fall gelohnt. Die Teile gerechnet 3 Euro minimal ist so Micro Master wert. Das ist so ein Mini-Preis. Mindestens sollte man ist so 3 Euro sollte dann schon sagen können und dann noch ein. Das müsste ein Decepticon sein. Aber genau wie gesagt, ich bin länger draußen. Hier so eine kleine Beschädigung, ein bisschen abgenutzt. Ist passiert. So, hier haben wir auch noch mal. Dass ich den habe, weiß ich gar nicht. Hier so ein schöner Doppellaster. Müsste zur Construction Squad gehören. Hier sieht man auch, wenn man ein bisschen gespielt hat, korrodiert bei den Reifen. Na, diese Metallteile. Dann bleibt korrodiert. Der ist auch bespielt. So. Ah ja. Da ist der Kran. Und der müsste hier zugehören. Ich muss aber sehen, in welche Richtung er gehört, damit ich das richtig ransetze. Aber ich mache das mal so. Da ist der jetzt auch komplett. Wahnsinn. So, weiter geht's. Hier so ein kleiner Rennwagen. Pickup Truck. Weitere Rennwagen. Hier auch. Leider fehlt vorne ein Teil. Nochmal Sportwagen. Auch eine sehr geile Figur. Leider auch nicht Keil. Fehlt ein Teil der Leiter. Ja, ich weiß nicht, ob man das austauschen kann oder wie auch immer. Auch nochmal ein Sportwagen. Polizeiwagen. Ich sehe, dass da schon ein paar Figuren noch fehlen. Ah, hier ist der Arm. Der Arm, die sind nur so reingesteckt. Das heißt... Der Columbia ist wieder komplett.
So, rangeklemmt, komplett repariert. So, drei Figuren sind noch drin. Einmal der Panzer und ich merke, das Video ist extrem lang. Entschuldigt dafür. Ich habe so viele Pickups. Michael Master ist ein schöner Jet. Und die noch ein Rennwagen. Ja, das war's. So, kurz und schmerzlos. Das waren meine ganzen Pickups. Zum Ende hat es mit Transformers ein bisschen länger gedauert. Vielleicht hat es Spaß gemacht, vielleicht auch nicht. Ich bin zu lang bei den Pickups, das weiß ich. Ja, ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Bitte hinterlasst ein Like, wenn euch das gefallen hat. Schreibt mir einen Kommentar, sagt mir, was findet ihr toll. Sind da Figuren eurer Kindheit dabei? Was habt ihr da an Erfahrung? Habt ihr vielleicht ein, zwei Teile, die mir fehlen? Hier zum Beispiel fehlt mir, glaube ich, die Waffe dazu. Ja, wenn ihr euch was auffällt oder ihr habt irgendwas, bietet mir das gerne an. Redet mit mir, schreibt mit mir, kommentiert. Abonniert mich, damit ihr seht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe und ein neues Video von Transformers oder ähnliche Themen. Ich habe sehr viel im Petto. Lasst euch darauf ein, freut euch. Und ansonsten, ja, das war's für dieses Mal.